Das war knapp. Jetzt hätte ich doch schon fast wieder den Absprung verpasst, und zwar wortwörtlich. Wir gehen jetzt mal irgendwo hin, wo Action ist. Und hau mal auf die... Auf die Putz. Auf die Glocke, wollte ich sagen. So. Ui, das... Hot Drop. Hot Drop. Ich spiele das Spiel ja gar nicht um des Spielens willen, sondern einfach nur, um ein bisschen rumlabern zu können. Und euch Gedankengänge von mir mit... Oh mein Gott. Shit, what the fuck? Okay, nee, ich spiele das Spiel natürlich um des Spielens willen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ui, da geht was. Hier bin ich schon mal gestorben. Ich erinnere mich noch. Bei Munition immer mit. Panzer, die ist top. Die ist gut, um sich gerade am Anfang so Typen auf Distanz zu halten. Rein damit. Nimm mal mit. Ich brauche einen Rucksack. Warte, ich habe eine Idee. So machen wir das. I like that. So, und jetzt können wir mal schauen. Vielleicht panzern wir jetzt einen. Von hier oben. Ich hasse bei der Panzerfaust Dings, den Scope. Wirklich. Ich hasse es wirklich. Nur ein Panzer? Jetzt überall ab. Ist ultra weit weg, ne? Nee. Schwierig. Auf die Entfernung panzern ist schwierig. Aber wir können zumindest mal kurz ausprobieren. Wenn ich jetzt hier schieße, die dahin, wo ich hin will. Oh mein Gott, Leute, das ist voll das Kotzt. Ja. Also Panzerfaust ist nichts gut. Dann nehmen wir lieber mal hier die Mark 12. Die ist da, glaube ich, ein bisschen besser. Wenn du was treffen will, nimm lieber die Mark 12. Okay. Charlie, das. Ach, gut. I like. Dass wir bisher hier in Ruhe gelassen werden, ist auch bemerkt, ne? Der Coin. Gibt da noch Schönes. Nehmen wir mit. Gut. Mountainbike. Scope. Zweier Scope ist jetzt natürlich noch nicht so der Knüller. Und noch irgendwo ein anderes Scope. Schuss, ne, das reicht. Wir bauen das Mountainbike auf, sammeln den Rest ein, ziehen uns dann. Und verziehen uns dann. Allerdings hätte ich gerne noch ein Scope. Ich hätte gerne noch ein Scope. Ah, da ist es. Augen auf beim Brillenkauf. Super. Die Granate. Also, ist ja super. Schau mal, rentiert hier nochmal rum, reinzuschauen. Okay, wo müssen wir hin? Ich will irgendwo High Ground. Und mit Geballer. Sollen wir uns da einschalten? Das bringt nichts, ne? Oder? Ein Vierer-Scope? Fahrrad steht hier. Das ist erstmal gut. Also, damit können wir arbeiten. Wir könnten jetzt vielleicht da unten noch ein bisschen schauen, dass wir da noch ein bisschen die Leute stressen, aber um ehrlich zu sein, man sieht von hier aus halt nicht so gut. Und ich will dann... Come on, das gebe ich mir jetzt, Mann. Was ist da unten los?
Ein weißer PUBG-Sensei hat mal zu mir gesagt: Du musst drauf zupushen, sonst wirst du nie besser. Allerdings ist es, glaube ich, auch alles keine Universalgültigkeit, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Sehe ich da einen? Ich wusste doch. Der Karetschki. Noch irgendwo einer? Oh, der Fortunate Son. Der Fortunate Son ist witzig. Ich finde auch die Namen von den Typen teilweise witzig. Was, der war auf dem Dach? Tier 2, Level 234. Wie konnte ich den übersehen? Na gut, auf der anderen Seite, wenn er auf dem Dach rumgeht. Hätte ich aber sehen müssen eigentlich, ne? Ich war gelegen. Ja, gute Spotting-Skills, der Dude. Fortunate Son, wie ist denn das? Ist das ein Lied von... Von wem ist denn das? Creedence Clearwater Survival? Survival? Oder was? Rolling Creedence Clearwater Revival. Es war nicht Creedence Clearwater Survival, sondern Revival. Aber ansonsten war ich schon gar nicht so falsch. Ja, das ist natürlich was, das kennen ja wahrscheinlich eher die Älteren unter euch. Das war Vietnam-Ära-Musik, oder? Wie war denn das? Ich glaube schon, ne? Damals hatten sie noch echte Musik, ey. Heutzutage dieses ganze Gedödel von Justin Bieber und wie sie alle heißen, das kann man sich ja nicht anhören, das ist ja furchtbar. Aber das Gute finde ich, die Musik ist mittlerweile so generisch, dass du echt nicht mehr unterscheiden kannst, ob sie von der künstlichen Intelligenz gemacht wurde oder von echten Menschen. Und das führt dazu, dass du eigentlich sowieso von vornherein nur Musik hören kannst, die, sagen wir mal, vor 1900... Naja, die 80er musst du mit reinnehmen. Die war auch... Die 80er, da waren coole Sachen dabei. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ah, ich kann mich bewegen, indem ich meinen Monitor bewege. Das ist gut. Gut zu wissen. Okay, Fortunate Son, jetzt machen wir was Lustiges, bitte. Außer meinen toten Körper zu looten hier. Da muss doch noch mehr gehen. Er geht echt da unten rein? Okay. Er hat mein Fahrrad nicht gecheckt. Er hat kein Fahrrad. Ich weiß, dass da oben eins steht, aber er hat es nicht gesehen. Ich bin nämlich ein paar Meter von meinem Fahrrad entfernt gestorben. Und dann hat er nicht die Chance gehabt, es zu finden, es zu spotten. Er ist schon so ein Higher Ground. Ah, da vorne kommen die Dings raus. Pickup, Emergency Pickup. Ist eigentlich mein Eye-Tracker noch an, ja, ne? Besser. Emergency Pickup. Eye-Tracker, wie gesagt, ziemlich praktisch. Wenn du... So, jetzt müsste der... Also nach der... Wenn es echt wäre, ne? Müsste der Hubschrauber abstürzen. Der Emergency Pickup. Oder das Flugzeug. Ohne... Sensoren. Naja, abstürzen vielleicht... Ja, wobei doch, der Motor geht aus, ne? Wenn du ein EMP zündest. Kommt auf den Motor drauf an, wenn es ein Selbstzünder ist, nicht? Ne? Wie ist denn das? Diesel? Geht ein Diesel aus, wenn du keinen Strom mehr hast im Auto? Ich glaube nicht. Brauchst du... Beim Benziner weiß ich es, brauchst du Kerzen. Beim Diesel? Selbstzünder? I don't know. Hä, was hat der für ein Scope? Oh mein Gott, was hat denn der für ein Scope? Achso, okay. Fun Fact. Euer Crosshair geht weg. Wenn ihr in der EMP-Zone seid. Es gibt aber unterschiedlich, also jedes Scope ist da anders betroffen. Sein Scope zum Beispiel, da hast du gar nichts mehr gesehen. Es gibt aber, ich glaube, bei meinem Vierer-Scope wäre das anders. Schaut euch mal eure, bei den Scopes, eure Absehen an. Absehen heißt das Ding, also das Zielkreuz, ne? Im Umgangssprech. Und wählt euch da eins aus, bei dem viel schwarz ist und wenig Holo-Gedöns, weil das Holo-Gedöns ist weg, wenn Strom weg ist. Beziehungsweise wenn die EMP-Zone aktiv ist. So wie ich es bei ihm jetzt gerade gesehen habe.
Ich bin voll gut im Zuschauen bei PUBG. Beim Spielen hält sich's nur so in Grenzen. Na jetzt. Also was ich heute schon lustige Deaths hatte, am besten war bisher der Panzerfaust-Tode. Wenn ihr dieses Video seht, bin ich in Chile. Dann schreibt mir trotzdem Kommentare. Ich kann die Kommentare von Chile aus lesen. Videos hochladen wird ein bisschen schwierig. Oder neue Videos machen. Videos hochladen geht auch, aber Videos machen ist schwierig. Weil ich natürlich meine Rechenmaschine nicht mit nach Chile nehmen werde. Wir werden da ein bisschen hier in Patagonien rumlurchen. Ich freue mich schon drauf. Es wird bestimmt ziemlich cool. Da oben war das Fahrrad gestanden. Aber du musstest mich ja umschießen. Das ist jetzt deine Schuld. Da muss jetzt durch. Credence Clearwater Survival. Das feiere ich immer noch. 35 am Leben. Oh, I love it. So, ihr könnt mal auf den Like und den Subscribe-Button hauen, wenn wir hier zuschauen und es nichts zu sehen gibt. Damit ihr die Zeit nicht völlig verschwendet, sondern sinnvoll nutzt. Sehr gut. Danke an alle, die es gemacht haben. Ah, wunderbar. Ist da drüben einer? Ne, Hubschrauber höre ich. Oh boy, wo bist du auf der Karte? Lass mal gucken hier. Ah, ist schon noch ein Stück. Und wieder mal schlägt der Rondo-Effekt zu, nämlich dass man ultra weit laufen muss, wenn man irgendwo hin will. Nee, oder? Das fände ich jetzt geil. Er hat immer noch dieses Scheiß-Absehen. Er hat wieder nicht auf meinen Tipp gehört. Ich glaube, mit Bild hoch und Bild runter geht's, oder? Abstellen, Absehen, Abverstellung. Ich glaube schon, Bild hoch, Bild runter müsste sein. Page up und Page down auf dem Keyboard. Ich glaube schon, ne? Das war's. Ich kann ja parallel mal gucken, damit ihr hier noch ein bisschen Zusatzinformationen bekommt hier. Es passiert was? Lol. Das war sie an ihm vorbei. Oh, ich glaube, ihr könnt das Crosshair tatsächlich nur im... ihr könnt es, glaube ich, nur im Dings einstellen, im Menü. Bild hoch, Bild runter, macht die Dings, ändert die... Autsch. Alter Schwede, das war auch noch ein Headshot. Okay. Er hat dann nur auf den Kopf geschossen, ja? Dass der andere Typ ihn nicht gesehen hat, als er an ihm vorbeigefahren ist, ist auch verwunderlich. Page up and down, ja genau. Also Bild hoch, Bild runter war's. Hab ich mich doch richtig erinnert. Oh mein Gott, der hat Level 1 Gear angehabt, der Dude. Fortunate Son auch einer mit Edelskins am Start hier. Ich tippe mal, dass der. Naja, gut, Tier 2, Level 234. Also kein Beginner. Spielt gut, muss man sagen. Also hat gut gespielt.
Ja, Motor aus ist ultra wichtig, wenn er auf ein Haus zupusht. Granate rein, wieso? Einfach nur? Sogar das Inside? Ja, okay, er will lieber eine Granate drin haben und sich selbst verraten, als. Was ist die zweite Granate, die er reingeschmissen hat? Sag mal ganz im Ernst, woher wusste der, dass der da drin ist? Wie zum Geier wusste der, dass da einer drin ist? Habe ich vorhin was übersehen? I don't understand. Keine Ahnung. Also wie er das gecheckt hat, das weiß ich nicht. Übrigens ultra gut gespielt, by the way. Da steht der nächste, Alter, was geht? Hat die gesessen? Nee. Ultra krass. Alter Schwede, spielt er gut. War die gesessen? Hat die gesessen, ja, oder? Molly? Scheiße, da kommt noch einer von links. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, der Fortune Son. Da kannst du auch was lernen bei dem, wenn du da zuschaust. Das ist das, was ich meine, das Radical, ne? Alles, was da blau ist, gibt's nicht mehr, wenn. Auf der anderen Seite ist es vielleicht gar nicht so blöd, dieses Zielkreuz zu nehmen, weil du kannst damit auch die Distanz ein bisschen einstellen. Das geht bei meinem Zielkreuz nicht, das ich verwende. Eigentlich keine dumme Idee. Hat alles Vor- und Nachteile. Also du kannst quasi die Distanz abschätzen, ne? Je nachdem, welchen Querstrich du anhältst, kannst du für den Bullet Drop kompensieren. Der Dude ist noch da drüben, oder? Der ist noch nicht gestorben. Der ist noch da. Rechts war noch einer. Noch ein Sniper mit der Dragunov, glaube ich, war es. Da pusht er jetzt einfach so rein, ne? Auf dem Dach. Schalli-Sniper? Ja, Flashbang ist, glaube ich, eine gute Idee. Ist der rausgehüpft und ist mit dem Auto weggefahren? Geil. Ah, das ist nice. Das ist eine fiese Nummer. Der hat sich jetzt in sein Auto geschnappt. Oh mein Gott, okay, alles klar. Ja, ohne Auto ist ein bisschen blöd in Rondo. Ich sag's euch, gerade ganz am Anfang ist es ultra wichtig, dass ihr ein Auto habt. Da ist noch ein Auto. Okay, macht dann keinen Sinn. Aber da oben war noch ein Schalli. Ja, genau. Schalli ist ja schon ein Sniper. Boah, jetzt wird aber fleißig gesnipert überall. Den anderen Typen habe ich nicht gesehen, da rechts wäre das Auto. Das war der Typ, habe ich ja gesagt, ne? Mit der Dragunov. Makaretz. Der hat es gut gemacht, der hat ihn rauskommen lassen und erst dann geschossen. Das ist, glaube ich, das Ziel von Rohr, was ich am Dings habe. Am Gyroskop, aber das hat auch diese Distanz. Indikatoren, also das passt schon, das ist schon kein schlechtes. Damit kannst du halt wenigstens noch so grob in die Richtung holzen, wo der Gegner ist. Bei dem anderen Zielfernrohr, bei dem anderen Scope, was der andere hatte, da siehst du ja gar nichts mehr, wenn das Ding weg ist. Wenn die EMP. Oh mein Gott, der wird von links und von rechts beballert. Granate auf die Entfernung, viel zu nah. Keine Chance. Du musst weg. Oh, der hat eine Pfanne getroffen. Oh, shit. Der hat so ein Schwein, ey. Der hat die Pfanne von ihm getroffen. Aber mit was schießt denn der? Der macht ja überhaupt keinen Schaden. Ach, der hat Level 3, also deswegen. Okay, alles klar. Warum stellst du. Er stellt sich an der falschen Stelle hinter einen Baum. Das hat er eigentlich ehrlich gesagt nicht anders verdient, weil. Er war ja nicht hinterm Baum in Deckung, sondern er war seitlich vom Baum. Oh mein Gott, dieses Gesnipe ist ja furchtbar in der Map. Halleluja. Treffer. Treffer. Treffer.
Tier 4, Level 159. Kein Anfänger. Alter, der hat den dreimal schon getroffen. Mehr, oder? Warte mal, wie viele Treffer waren das? 5 Stück oder so? Mein Gott, die Minimat auf die Entfernung macht ja auch nicht mehr allzu viel. Aber dass der noch auf dem Dach sitzt, also ich habe immer ein bisschen Schiss auf dem Dach, weil ich die Sorge habe, dass du halt von jeder Stelle aus gesehen wirst. Deswegen verstehe ich nicht, wieso die Leute immer so krass drauf sind, aufs Dach zu steigen. Aber ich glaube, überraschend wenige Leute schauen, ob einer auf dem Dach ist. Das ist, glaube ich, der Grund, wieso die Typen auf dem Dach immer überleben. Ich wurde zum Beispiel in der Runde auch von einem gekillt, der auf dem Dach stand. Noch 6 am Leben. Das Auto hat... Übrigens, auch weil ich es jetzt gerade sehe, ihr müsst unbedingt einen Handbremsen-Key auf die Tastatur legen, sodass ihr die Möglichkeit habt, mit der Handbremse zum Haus zu driften, weil dann könnt ihr das auch Auto nämlich von vornherein schon so hinstellen, dass ihr quasi nur noch einsteigen müsst und wegfahren könnt. Wenn ihr mit der Front vom Auto am Haus steht, dann müsst ihr rückwärts fahren, um wegzukommen. Ist alles scheiße. Driftet so ans Haus ran, dass ihr quasi voll mit der Seite vom Auto in die Hauswand slammt. Dann könnt ihr, oh shit, der hat getroffen, ne? Scheiße, was geht? Oh boy, jetzt bist du geliefert. leg dich hin, nur heilig, genau. Ja, alles andere macht keinen Sinn. Aber das weiß er dann. Mit Tier 4 müsst ihr das wissen. Wo war ich stehen geblieben? Genau, also. Handbremse ist. Ist da gerade eine Granate gekommen? Ich glaube schon, ne? Nee, doch nicht. Der Handbremsknopf ist ultra wichtig. Weil dann könnt ihr das Auto nämlich so hinstellen, dass es sofort wieder losfahren kann. Links, fahr nur. Boah, krass. Scheiße, das war gut. Das war gut. Die Karre ist mittlerweile auch schon echt ziemlich platt. Ich habe übrigens ein Level 3 Gear an. Nicht schlecht, ne? Level 3. Vor dir. Du könntest theoretisch die Crate noch looten. Da vorne ist eine Crate. Boah, die Karre hilft. Boah, das war knapp. Alter Schalter. Okay. Ich würde mal von dem Hausauto weggehen, Mann. Das smokt schon so verdächtig. Wenn das jetzt in die Luft fliegt, bist du... Ja, fährt weiter, was sonst? Ah, ja, okay, hat noch ein bisschen. Der macht den jetzt platt. Boah, shit, hat... Nice. Sag mal, wie hat er den spotten können? Und er hat sich... Okay, viele Dinge gleichzeitig passiert. Erstens mal, wie hat er den spotten können? Zweitens mal, wieso hat er sich nicht geheilt? Und drittens mal, er hat ihn ultra hart weggewämst mit der Mini, mit Schalldämpfer durch den Busch. Wie gesagt, ohne Rücksicht auf seine eigene Gesundheit. Alter Schwede, da brauchst du schon, sag jetzt mal, Cojones, ja, wenn du es so spielst. Das war cool. Das war gut gemacht. Okay, ich sag mal, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, meinem Gerede zuzuhören, dann haut mal auf den Like- und Subscribe-Button. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Ciao, ciao.